Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rage. Ja, in der vorherigen Folge haben wir die Questmission abgegeben und jetzt können wir uns eine neue holen, beziehungsweise wir haben ja schon eine, sondern wir müssen einfach mal dahin düsen und fahren direkt mal los. Oh, puh, ich hätte jetzt musste eine kurze Pause anlegen, weil ich gar keinen Platz hatte auf der Festplatte. Deswegen musste ich ein bisschen nur rendern, aber jetzt geht's aber wieder, jetzt kann man sich mal wieder loszocken. Au, was geht denn hier? Achtung, wieso Achtung? Au! Au, was ist hier los? Ah, lass mal weg. Au, 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 au. Oh, was geht denn hier ab? Heftig. Ich glaube, ich bin schon bescheuert. Ja. Da oben sitzt du. Komm mal. Au, 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 au. Aber nicht sterben. Ah. Alter, sind die bescheuert? Was machen die damit denn? Oh. Alles ganz ruhig hier, oder was? Okay, dann müssen wir halt mal hier durchsuchen. Da ist er. So, das war ein Headshot. Der ist jetzt weg. Ach, da oben sitzt ja noch... Ah, da sitzt aber auch noch einer. Ja. Jawoll. Der ist auch weg. Da oben den kriegen wir auch noch. Ey. Dann bin ich doch getroffen, Pisser. Ja, ach, jetzt versteckt er sie auch noch. Hat jetzt da schon eine neue gekommen oder was? Okay. Ja, jetzt ist Ende. Dann kommt die Kinder noch. So, Kollege, das war's mit dir. Sonst sind da. Na, komm. Wow! Das ist ja bescheuert. So, Ende im Gelände mit dir. Kommst du da oben dran oder der Pisser? Dann bist du auch weg. Ach, da kommst du doch. Aua. So. Kommst du noch mit dir? Ja, da oben. Oh. So, nachladen. Und ich glaube, wir sind alle tot. Ja. Was ist hier? Warum leuchtet das überhaupt so blau? Mehr dran drehen oder ist irgendwas? Nö. Ne. Schon eine andere Mission oder sowas. Das glaube ich dann mal wo er. Scheiß Fixer, jetzt hat er mein Dingens abgeknallt. Mein Motorrad. Ich hätte doch die andere Gammelkarre nehmen sollen. Aber egal, wir haben es jetzt bis hierhin geschafft. Und hier geht es auch noch weiter. Was haben wir hier? Ah, oh, okay. Lauf! Versteck dich irgendwo! Können wir gleich noch irgendwie durchsuchen oder sowas? Weil ich glaube, die haben noch ziemlich zahlreiche Sachen für uns da. Okay, ich glaube, das hat sich erledigt, da die Leiter ja weggesprengt worden ist. Was sind die denn? Ich hau ab. Der macht mir eh bestimmt ja platt. Aber ich wechsle mal in die Waffen. So. Scheiße, jetzt dürfen wir zurücklaufen. Komm ja in die Nähe, sonst bist du gleich tot. Na, ich glaube, der ist weg. Ah, super. Dürfen wir erstmal wieder hinsprinten, aber ist ja direkt hier vorne. Und sprinten geht so. Hey Partner, wer ist ja am heißen Reifen? Lust mal über eine echte Rennstrecke zu heizen? Dann komm mal rüber. Ende. Okay. Was hast du? Ich habe meine eigene kleine Rennstrecke zusammengestellt. Lust auf eine Tour? Ja, aber jetzt halt nicht. Wir müssen jetzt mal nämlich noch unsere Quest abgeben. An den einen Typen hier. So, komm mal her. Hallo. Großartig. Ja. Dank dir ist die Gegend für mich und meine Familie jetzt viel sicherer. Wir stehen in deiner Schuld. Da wir wieder sicher reisen können, dürfte sich unsere gemeinsame Zeit dem Ende neigen. Würde dich gerne hier behalten. Einen wie dich. Können wir hier gut gebrauchen. Aber du würdest zu viel Aufmerksamkeit erregen. Das würde die Regierung auf den Plan rufen. Eine Bitte habe ich aber noch. Schieß los, Bonner. Ich habe eine Nachricht für Clayton, den Bürgermeister von Wellspring im Osten. Du bist der Einzige, der uns helfen kann. Unsere Reserven gehen zur Neige und er hat Hilfe versprochen.
Wir müssen unsere Vorräte auffüllen, bevor die Banditen uns wieder abschneiden. Alles klar. Kannst du das machen? Na klar. Ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann. Denk dran, dein Buggy hat keine Waffen. Wenn du auf Banditen stößt, mach dich einfach nur in Richtung Stadt aus dem Staub. Dort ist es sicherer. Gut, dann können wir mal ein bisschen Buggy fahren. Ich weiß gar nicht, ob wir unseren eigenen nehmen sollen, weil ich glaube, Nadine können wir irgendwo eher nehmen. Ach, fuck, das ist weg. Wo ist das denn? Ach, scheiße. Okay, dann müssen wir doch unser Auto nehmen. Wird uns ja nichts anderes übrig. Weißt du den alten Buggy wieder? Na? Ja, sie habe ich den flott gemacht. Einer muss ja der tun, die Drecksarbeit hier. So. Na. Ah, das ist cool, wenn wir mit Waffen ausrüsten können. So, ab geht die wilde Post hier. Ach, das ist ja Toro. Ja, denkt an, der Buggy ist unbewaffnet. Ja. Fahr so schnell wie möglich in die Stadt. Ah, ich versuch's. Wenn ich solche. Ah, da oben ist ein roter Punkt. Okay, aber wir düsen jetzt mal, glaube ich, vorweg. Aber der fährt jetzt selber ab. Das ist schon mal gut. Oh, da kommt ein neuer. Oh, oh. Was war das? Verschwinde, du Pisser! Ja, wie sollen wir in Richtung Stadt fahren, wenn wir uns hier mal den Buggy geben? Na, no. Ist gut. Schnell in der Stadt. Au! Ja, warum explodiert denn die Karre nicht gleich noch? Ja, toll, jetzt werde ich mich schön fett verfolgt. Aber die hauen ab. Aha. Lass uns rein. Bitte. Bitte. Müssen wir auch steigen aus? Ja. Hallo? Stehen bleiben, Fremder. Okay, was ist los? Bist du geschäftlich hier? Ja. Du musst zu Bürgermeister Clayton. Warte hier. Ich sag ihm Bescheid. Rühr dich nicht vom Fleck. Alles klar. Hallo, Sir. Hier ist jemand für Sie. Dan scheint ihn zu schicken. Interessant. Lassen Sie ihn sofort herein. Okay, und tschüss. Der Bürgermeister will dich sehen. Aber was denn noch? Hier in Wellspring gibt's ein paar Regeln. Welche? Die Leute hier stehen nicht so auf Fremde. Also, immer schön den Blick nach unten und Klappe halten. Dann gibt's keine Probleme. Echt misstrauisches Völkchen hier. Werden dir nicht gleich vertrauen. Deshalb mein Rat. Bleib für dich. Ach, scheiße. Okay. Das Büro des Bürgermeisters liegt gleich auf der anderen Seite des Platzes. Leicht zu finden. Okay, können wir's los? Ja. Überlebenstipp. Schnellzugriff. Objekte für deinen Wagen sind sehr nützlich. Okay. Man kann gar nicht so schnell lesen, wie die da das wegmachen. Oh yeah. Erstmal eine schöne Country-Musik. Achso, wir können schon laufen. Ah, aber wir haben keine Waffen. Okay. Wenn du Bürgermeister Clayton suchst, der ist gleich da drüben. Da drüben? Okay. Wenn du ein Rennen fahren willst, geh zu Jackie Weeks. Ist am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Such nach einem dicken Aufblas-Gorilla. Okay. Hier gucken wir uns gleich um, würde ich sagen. Aber das ist die Scheiße, wenn es keine Karte und von da wissen wir nicht, wo wir hingehen müssen. Hunter. Du bist neu hier. Ja. Fremder, was? Ja. Ja, siehst ziemlich fremd aus. Sag an. Penner. Klar habe ich die gesehen. Mutanten. 10, 20. Das ganze Tal war voll. Sie hatten jemanden erwischt. Wo hockt denn der Bürgermeister jetzt? Deshalb gehe ich von hier nie fort. Niemals. Bist du? Mit Bestürzung musste ich in letzter Zeit Berichte über Wucher, Horterei und Unlauter. Oh, jetzt gibt's den größten Bürgermeister. Sheriff, oder was? Hallo? Ist hier keiner da, oder was? So, niemals ein Sheriff. Ah ja. Auch nicht schlecht. Ah, können wir ohne ihn zu rein. Da ist einer. Hallo. Komm mal her. Ach, Penner, ey. Na, und wieder ab. Hab schon lange niemanden mehr in diesem Aufzug gesehen. Ja, kannst du mir sagen, wo Bürgermeister ist? Pass auf! Ja. Ach, dann leck mir doch am Arsch, ey. Ja, spielen wir hier drüber.
Kannst du mir sagen, wo Bürgermeister ist? Interessiert dich jetzt gar nicht für mich. Wir können Außenseiter nicht leiden. Ja, das interessiert mich auch nicht. Wir wissen, wo der Bürgermeister ist. Ach, mein Gott. Das ist ein arrogantes Volk. Bei uns ist jeder neue Rennfahrer willkommen. Hier bin ich bei einem Rennen, glaube ich, aber ich will kein Rennen fahren, sondern ich will zum Bürgermeister. Bist du der Bürgermeister? Ach Gott, nee. Bist du neu hier? Ja, ja, ich habe alles, was du brauchst, um cool. deine Karre am Laufen zu halten. Dann das pass mal auf, an. Bei mir gibt's Ware nur gegen Rennscheine. Die musst du dir auf der Rennstrecke verdienen, nirgendwo sonst. Also wenn du bei mir einkaufen möchtest, dann sprich mit Jackie Weeks. Er ist immer auf der Suche nach neuen Fahrern. Okay. Ach. Pumpen hier so. Es ist mir eine ganz besondere Freude. Es verschwinden Leute und ich bin sicher, dass es nicht die Mutanten sind. Hier geht irgendwas anderes vor sich. Pass auf dich auf. Okay. Nicht mehr so häufig vor, dass jemand dieses Alter erreicht und vor allem sagt, bei Kräften ist. Sollten Sie ihm heute zufällig über die Vermisste. Doch die Zeit, ihm zu gratulieren. Ist hier der Bürgermeister in der Höhle? Wo ist der Bürgermeister? Jackpots. Wo gibt's denn nirgends eine Navigation oder sowas? Garage? Hier ist auch kein Arsch da. Hier? Ja, wo ist der Bürgermeister? Ich freue mich, dich als einer der Ersten begrüßen zu dürfen. Du bist eine anständige kleine Stadt und die Regierung lässt sich nur selten blicken. Ach. Wo du auch immer herkommst, in Wellspring ist die... Was? Der hat was vom Bürgermeister gesagt. Red weiter! Red! Ach. Sind wir nicht von hier irgendwo gekommen? Ja, von hier glaube ich, ne? Duschstriche hast du halt irgendwie gezeigt. Der Bürgermeister und der Sheriff regieren die Stadt. Mach keinen Ärger und halt dich aus allem raus. Dann passiert dir nichts. Ja, okay, das bringt mir trotzdem nicht weiter, wo der Bürgermeister ist, Kollege. Mann, Mann, Mann. Du? Weißt du was? Nein. Different of the Major. Ah, lol. Ach, ich bin ein Idiot. Schiller lesen wir angebracht. Okay, wo ist der Bürgermeister? Willkommen in Wellspring. Da bist du. Fremder. Die beste Kleinstadt, die Sie nach heutigen Maßstäben finden werden. Und schön weit weg vom nächsten Außenposten der Regierung. Hier leben die freundlichsten Menschen aller Zeiten. Keine Banditen, sondern gute und ehrliche Menschen. Neue Freunde. Aber lassen wir das. Sie haben eine Nachricht von unserem Freund Dan? Lassen Sie mal sehen. Ja, nimm, hier. Die Siedlung hat schon wieder Ärger mit Banditen, was? Ja. Gefährliches Leben da draußen. Es geht. Manchmal sogar tödlich. Nun, ich kann diese Dinge besorgen. Wird allerdings etwas dauern. Keine Ahnung, wie lange. Da er Ihnen diese Aufgabe anvertraut, muss er viel von Ihnen halten. Und deshalb werde ich Ihnen auch vertrauen. Sie können in Wellspring bleiben, bis ich alles zusammen habe. Aber nicht in dem Aufzug. Zieht nur Regierungsschnüffler an. Und die kann ich hier nicht brauchen. Also, tauschen Sie den Archenanzug ein gegen etwas Moderneres. Gehen Sie zu unserem Händler und besorgen Sie sich neue Kleidung. Ja, was Sie mit dem Anzug machen, ist mir egal. Fein. Schön, dass wir uns so gut verstehen. Super. Wenn Sie zurückkommen, können wir uns weiter unterhalten. Okay, wir gehen uns erstmal jetzt nackig umlaufen. Nackig umziehen. Oh Gott. Bist du der Händler? Nein, du siehst nicht so aus. Na ja, Oni, seid ihr alle weggetreten? Arroganter Assi. Hey. Als Maul. Wo ist hier Bekleidung? Sheriff ist da oben. Hier ist auch nichts Besonderes. Oh, ich hasse das. Hier hätten sie wenigstens so eine kleine Karte machen können, damit man sich mal ein bisschen besser auskennt, aber davon halten die hier anscheinend nicht viel. Klamotten. Hast du Klamotten? Ach, den haben wir schon mal gefragt, der hat ja nichts. Kriegt er seine Kaulas hier auseinander. Also wenn du kein Rennfahrer bist,
Was mit dir? Hallo, mein Freund. Ich heiße Karl, aber alle nennen mich nur Slim. Lustig, oder? Nee. Okay, pass auf. Wenn du ein Rennen fahren willst, komm zu mir. Sieh dir ruhig an, Klamotten. Oh, wohl, wir können aber ein Rennen fahren. Hallo. Moin. Ich bin Jackie Weeks, Veranstalter aller Hochgeschwindigkeitsrennen hier in Wild Spring. Okay. Und wenn ich sage aller, mein ich auch aller. Wenn's dich auch mal in den Fingern juckt, sprich mit meinem Partner da drüben, Slim. Ach. Er kann dich für jedes Rennen anmelden. Komm wieder, wenn du Lust hast, mal richtig Gas zu geben. Hab ich. Tschüss. Slim? Slim Shady oder wer bist du? Warum nickst du so komisch? Tja, Leute, aber das war es leider schon wieder von meiner Zeit, denn meine Zeit ist schon wieder leider abgelaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Rage. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß. Bis dahin, ciao, ciao.